So. Wo waren wir stehen geblieben? Infamy 8 waren wir stehen geblieben. Okay. Dann wollen wir mal gucken, ob wir es hinkriegen heute. Wir sind ja letztes Mal ziemlich doof gestorben. Immer schön zum Abschluss noch so eine Runde Bounty of One oder so. Muss auch mal wieder Potato. Nur damit ihr wieder den Ohrwurm kriegt. Wünsche ich dir auch, Wolverine. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, für dein Follow, fürs Dasein. Und ich hoffe, wir sehen uns am Donnerstag. Donnerstag, 18 Uhr, geht's weiter. Da zocken wir dann auch wieder Animal Crossing vermutlich von Beginn an. Eventuell zocken wir auch ein bisschen Link's Awakening weiter, weiß ich noch nicht genau. Aber du bist ja auf dem Discord, das ist es dann ja. Dass wir kein Damage gemacht haben, ne? Aber so nicht. Eine Explosion ist schon irgendwie cool. Gott. Bitte ich aufpasse wieder, ne? Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich hab Respekt vor dem. Jo, wo kam das denn her? Fustimon, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Ehre geht raus. Lol. Vielen, vielen Dank. Einfach aus dem Nixon Prime Sub. Das gibt ja doppelt Ehre. Das ist wieder eine Dude, der letztens reinkam und 5 Subs gegiftet hat und dann wieder weg war. Und die ich auch seitdem nie wieder gesehen habe. Der auch kein Follow war. Auf jeden Fall herzlich willkommen und viel Spaß mit den Emotes und viel Spaß mit Werbefrei und generell viel Spaß mit dem Stream und vielen, vielen Dank. Crazy. Womit habe ich denn das verdient? Out of nowhere, sehr gerne. Hat Daumen gemacht. Vielen, vielen ist Dank. Okay. So, da kommt das Follow machen. Hinterher. Crazy. Ah, okay.
Finde den schlechtesten Streamer und zapp da mal rein. Ja, Mann. Ist so. Ja, krass. Danke, Leute. Danke, danke, danke. Schon ein geiler Haufen hier. Kann man nicht anders sagen. Fühlt euch auf jeden Fall alle, die ihr neu seid, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und auf ein paar schöne Streams, die auch bald noch folgen werden. Wie gesagt, bei mir gibt's alles Mögliche. Muss ich mal gerade einen klitschko-kleinen Augenblick konzentrieren. Ah, jetzt geht's wieder. Ja. Herzlich willkommen alle. Vor allem scheiße Gelaber. Ja, Mann. Ja, Mann. Hast du was anderes erwartet? Ich hoffe nicht. Wir halten uns heute noch zurück. Ausrufezeichen Podcast gerne mal. Da geht's Sonntag wieder los mit dem Andi und mir. Das ist denn die volle Dosis in Flagrandi und Gerste. Also, wollen wir unser Thema schon leaken? In Flagersti, ja, Mann. Okay, ja, Thema am kommenden Sonntag wird sein Retro-Gaming und unsere, ja, ersten Spielerfahrungen, würde ich mal fast behaupten. Also könnte tatsächlich, hä? Hatten wir das nicht gemacht? Ach so, Entschuldigung. Nee, warte, ich muss ablesen. Richtiges Thema ist Retro Games Nostalgie Verschwelgungsverschwelger. Also Retro Games Nostalgie Verschwelgungsverschwelger. So war der richtige Titel in der Folge. Ich streame auf Twitch seit jetzt fast genau 2 Jahren. Im Februar haben wir Kanaljubiläum. Beziehungsweise, nein, im Februar haben wir Affiliate-Jubiläum. Und seit November 2020 bin ich auf Twitch unterwegs. Also, ja, seit November 2020 streame ich auf Twitch und seit Februar 21 sind wir Affiliate. Und ja, genau, also knapp 2 Jahre jetzt. Das war quasi ein, Andi-Zungenbrecher. Hier auf die Wortkombination kam, aber Andi hatte auch mal so einen anderen schönen Zungenbrecher. Ansonsten kann ich noch How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Kann ich noch. Ja, genau das Ding, ey. Nee, das kann ich nicht. Da bin ich mir noch nicht mal sicher, ob ich das inhaltstechnisch komplett verstanden habe. So, Crit. Scheiße aus den Leuten rausgekritten hier. Auch mal irgendwie ein bisschen HP. Alter! Wow! Der Whisky-Mixer mixt den Whisky in der Whisky-Mixer-Bar. Einmal geht's. Okay, wir machen... Nein! Ist so. Ey, das kann man auch schön als Stream-Untertitel nehmen. Wer über dem Durchschnitt viel Scheiße gelabert haben will, soll unbedingt Sonntag einschalten.
Ist er. Wobei geworden? Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Aber ohne Lesen. Münzis. Das ist doch, ist das, was du gerade geschrieben hast, ist doch der Vulkan hier auf Island, oder nicht? Öjölfjöllöckel. Boy, keine Ahnung, wie er heißt. Die Zitter, Mann, am Apparat. Ja, Mann. Abgerutscht, ne? Wie ich gestern mit den Subs bei dir. Rindfleisch-Etikettierungs-Überwachungs-Aufgaben-Übertragungsgesetz. What the? Das ist ja hier wie, sag mal schnell. Hier Donau-Dampfschifffahrtskapitänsmütze oder wie war das? Irgendwie so. So ein komisches Ding. Schmeckt alles drei, ey. Jetzt nehme ich ihn. Und die Wahlmöglichkeit. Lange Sicht gesehen, vielleicht besser. Die kranken Leute. Längste laut Guinness World Records, Donaudampfschiff, Arzt, Elektrizitäten, Hauptbetriebswerke, Bau unter Beamtengesellschaft. What the fuck? Das heißt ja, das gibt's wirklich. Also. Alter. Ja, deutsche Sprache, schöne Sprache. Ehrlich. Da lobe ich mir Suaheli. Genau. Und wenn Andi euch schon auf Suaheli begrüßt, dann begrüßt ihn auch zurück. Oder das war. Ah, ne? Na, ha? Ah, weiß es nicht. Irgendwie so. So, Sprung hier, ne? Ja, ich muss mir auf jeden Fall so, was brauche ich jetzt alles? Ich brauche ein Racing Seat mit Lenkrad, ich brauche eine Steel Dart Scheibe und ich brauche eine Alexa. Eieieiei. Moment, schnell mal. Oho, was geht ab? Machen zwar kein Damage, aber dafür viel. Und
Ist die Einsammelrunde. Früh auf Grid gehen ist immer gut, falls wir das Upgrade mit den 40 plus Grid. Jetzt würde ich sogar schon machen, glaube ich. Ja, nee, ab 20 nicht. 35. Übrigens, wenn mir das Spiel gefällt, gerne mal auf Steam vorbeischauen. Das sind irgendwie nur 2 Euro und ein paar zerhackte. Und ihr unterstützt dabei super, super, super sympathische Developer. Das ist, glaube ich, ein Team von 3 Leuten, das produziert hat. Jo, mach das. Hin. Normalerweise kriegt der Streamer immer alles geschenkt, hallo? Obwohl, ich habe es abgelegt gekriegt. Ja, so wirklich sehr, sehr, sehr sympathische Leute, die das produziert haben. Mit dem einen habe ich so ein bisschen, bin ich nach dem einen Bug, den ich hatte, ein bisschen ins Gespräch gekommen. Alter. Muss da oben irgendwie hinkommen. Ne, das ist jetzt mal blöd, das ist hier rum, ne? Oh ja, oh ja. Schmack auf. Ich glaube, Infamy 8 braucht das erste, wo Anni und ich im Koop ein bisschen länger gebraucht haben. Oh mein Gott, der Boss mit wenig Damage und... Oh mein Gott, oh mein Gott.
Alter, du hast doch lieber viel. Stirb doch. Sterbi. Oh, danke. Eieieiei. So, was haben wir hier Schönes? Oh. 81% Crit ist okay, ne? Ja, 81% Crit ist okay. Die Bosse sind tatsächlich oft nur aushalten, sage ich mal, und vernünftiges Movement. So. Das ist, sind halt auch immer die gleichen Bosse. Das ist, richtig spannende sind eigentlich die Phasen hier dazwischen. Du musst halt drei Boss-Phasen überstehen quasi. Dann ist der reguläre Run durch. Ja, ich glaube... Ich habe mit Andi zusammen letzte Woche bestimmt, boah, weiß ich nicht, wie lange gespielt, aber sehr lange. Und ich spiele momentan sehr viele von dieser Art Spiel. Macht zu wenig Damage. Ich glaube, das ist echt mein Lieblings-Upgrade, diese Drumherum-Spieße. Ich bin mir auch ziemlich sicher, das Upgrade heißt auch Drumherum-Spieße. Oh, ihr habt genau reingelaufen. Ich frag die ganze Zeit rum, dass ich kein Damage mache und hole mir aber nie Damage Upgrades. Das ist auch cool. Inkonsequent sein Urus, Vater. Ja, es geht. It goes! Yes! Thank you.
mal wieder ein bisschen in die komfortable Zone. Muss ich auch mal ein bisschen umgucken. Ich krieg kein Quill-Hit. Drei Sprünge und einmal Durchschlag. Das reicht. Ne? Krieg auch gar kein Crit mehr, weil ich das Upgrade gekriegt habe. Bin mir jetzt mal so gerade ein. Okay. Oh, jetzt kommen hier Maulwurf an, das ist er wieder. Ich dachte, den Bock drauf. Sollten eigentlich gewappnet sein für den zweiten Boss. Er stürmt aber auch draußen, meine Herren. Ja, nimm uns mit plus zwei Leben. Haben es bis jetzt brauchen. Ah, das war ein Cycle, schade. Tschüss. 2 von 3 down. Jau. Chillig.
immer der beste Moment in solchen Games, wo man komplett um die ist. Ich hätte eigentlich noch Bock auf Hogwarts Legacy. Kommt jetzt auch bald raus, ne? Boy. Halt echt arschlank, ne? Ein bisschen belastend. Lange so eine Runde Bounty of One geben. Aber es macht ja nichts, ich bin ja gerne bei euch. Thank you.
Intro. Ich bin gespannt. Ja, alles gut. Der Run ist gleich zu Ende. Und dann kann es losgehen. Nice. Und wir machen den Run noch mal ein bisschen weiter. Gucken einfach mal, was wir hier noch hinkriegen. Schwarzmarkt. Ich kann hier fast durchrasieren, ne? Bisschen drauf achten muss ich, aber prinzipiell. Halt nur langsam sein, Vater. Das ist schon echt ein Preis vorbei, was Flair. No chance. Das muss sie.
Was passiert, wenn ich jetzt hier mitfällt? Aber ich glaube, wir haben genug. Also. Ich werde jetzt auch tatsächlich langsam müde. Ich freue mich aufs Bett, denn. Aber. Ich kann ja hier fast durchmarschieren, ohne dass mal was passiert. Ja, bis ich. Selber im Bett und dann einschlafen. Ja, guck mal, jetzt muss ich gleich mit dem Andi nochmal kurz im Discord sein neues Mic testen. Aber bis ich wirklich im Bett bin, bin ich auf 11. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich nicht sterben kann hier. Jetzt schon irgendwie mal ganz gerne auch mal alle Herzen einsammeln können. Und keine mehr nach. Alter, wir sind ja schon bei 100.000 Geld, ne? So, komm. Komm jetzt gleich. Die schnell aus dem. Und tot. Tot. Cool. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir wieder 10 für den Schwarzmarkt. Schicksalswürfel. Was machen wir? Und dann machen wir noch. So, dann haben wir alles. Cool. Ja, das war der Run. Jetzt haben wir nächstes Mal Ruhmes Level 9. Da wollte ich 5 sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum ich 5 sagen wollte, aber 9 gelesen. Jetzt ist ja schon mal 5 gehen.